bin empört. Ja, worüber denn? Dass Elisabeth unsere Feinde hier eingeladen hat. Besonders diesen Grafen Andraschi, diesen Aufrührer. Aber geh. Ja, ich kann es eben immer noch nicht vergessen, dass es ein Ungar war, der den Dolch gegen Franz erhoben hat. Und jetzt ist er hier schutzlos seinen Feinden ausgeliefert. Kaiserliche Hoheit, Graf Julius Andraschi bittet um die hohe Ehre, vorgestellt werden zu dürfen. Na, bravo. Ich habe keine Veranlassung, einem Rebellen, auch wenn ihn die Amnestie straffrei gemacht hat, die Hand zu reichen. Kaiserliche Hoheit, wie soll ich das dem Grafen sagen? Deutsch oder Ungarisch? Das ist mir egal. Schade, dass der Wald so bald zu Ende ist. Muss ich dich wieder den anderen überlassen. Meine Herren, die Kaiserin Mutter hat mich und damit uns alle öffentlich brüskiert, indem sie die Amnestie als eine belanglose Formsache hinstellt und uns weiterhin als Feinde betrachtet. Unfassbar! Ich bin dafür, dass wir demonstrativ den Hofball verlassen. Ich bin ganz deiner Meinung. Das könnt ihr nicht machen. Schließlich seid ihr Gäste des Kaiserpaars und nicht der Kaiserin Mutter. Das ist ganz egal. Wir dürfen uns einen solchen Affront nicht bieten lassen. Bitte verständige unsere Damen. Natürlich. Es tut mir leid. Jula. Gerun, Majestät, Zirkel zu halten? Ja. Wo sind denn die anderen? Ach, Marianne. Majestät, ich bitte untertänigst um Verzeihung, wenn ich es wage, Eure Majestät anzusprechen. Was ist denn geschehen? Die ungarischen Gäste wurden von ihrer Kaiserin Hoheit, Erzherzogin Sophie, brüskiert. Sie wollen demonstrativ den Ball verlassen. Weiß mir war, Majestät. Erzherzogin Sophie hat uns beleidigt. Und Andraschi will, dass wir den Ball demonstrativ verlassen. Majestät, ein Verlassen des Festes würde einem Bruch der neuen freundschaftlichen Beziehungen gleichkommen. Wie kann man sie zurückhalten? Dr. Falk, bitte lassen Sie mich allein. Majestät. Was ist denn, Sissi? Du bist auf einmal so blass. Bitte verzeih, wenn ich jetzt etwas tue, was gegen das spanische Hofzeremoniell verstößt. Aber ich tue es für dich und für dein Land. Was willst du denn tun, Sissi? Aber das ist ja unmöglich, Gräfin. Ich weiß es. Aber es ist der ausdrückliche Wunsch Ihrer Majestät. Tja. Meine Damen und Herren, auf allerhöchsten Befehl, Damenwahl. 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 Hast du das angeordnet, Franz? Nein, ich. Herr Oberst, überbringen Sie dem Grafen Andraschi meine Aufforderung zum Tanz. Jawohl, Majestät. Also, ich bin sprachlos. Sind alle unsere Landsleute beisammen? Ja, aber müssten wir uns nicht von seiner Majestät verabschieden? Nein, wir gehen ohne Gruß. Nehm, aus dem Leert. Leg ich ja gerne ein Buschus in die Türe. Igen, das ist mein Leid. Nehm. Frau Andraschi, aus Mojahoi. Medjün, akumenjün. Verzeihung, bitte entschuldigen. Graf Andraschi, Ihre Majestät lässt Sie durch mich um den nächsten Tanz bitten. Ich glaube, dass diese Auszeichnung der Kaiserin größer ist als die Beleidigung der Schwiegermutter. Wir müssen bleiben. Gräfin Karoli, fordern Sie seine Majestät zum Tanz auf. Gerne. Darf ich Sie zu den Majestäten führen? Ich bitte darum. Und du stehst da, Franz, und sagst nichts. Ich kenne zwar noch nicht die Gründe, Mama, die Sissi dazu bewogen haben, diesen Schritt zu unternehmen, aber es ist selbstverständlich, dass ich mich mit allem, was sie tut, identifiziere. Majestät, darf ich um den Tanz bitten? Gerne. Ja.
Mal zu Ende. Ja, aber warum? Um Gottes Willen! Was ist geschehen? Ein Attentat? Die Kaiserin ist ohnmächtig geworden. Was? Was sagt der Arzt? Das wissen wir noch nicht. Er ist noch bei ihr. Was kann nur die Ursache gewesen sein? Sicher ist Ihre Majestät vom Pferd gestürzt. Ja, aber das hätte ich doch sehen müssen. Ich war doch immer in ihrer Nähe. Die Kaiserin im Prater geritten ist wahnsinnig dabei. Ich glaube, es ist der Blinddarm. Die Kaiserin hat schon mehrmals über Schmerzen geklagt. Ich bin vollkommen überzeugt, dass nur die Auseinandersetzung mit Erzherzogin Sophie daran schuld war. Sollte man nicht seine Majestät verständigen, dass der Arzt bei der Kaiserin ist? Nein. Seine Majestät darf im Augenblick nicht gestört werden. Eben ist der russische Gesandte in Audienz. Der Kaiser steht vor schweren Entscheidungen, die möglicherweise Krieg bedeuten könnten. Ist Hofrat Seeburger noch bei Ihrer Majestät? Ja, kaiserliche Hoheit. Ja. Bin ich sehr krank, Herr Hofrat? Ich glaube nicht, Majestät. Nur das Reiten. Das müssen Majestät in der nächsten Zeit lassen. Großes Opfer. Es muss aber sein, Majestät. Ja, hat es mir denn so geschadet? Geschadet? Nein, nein, nein. Mir, was fehlt mir denn dann? Majestät sind guter Hoffnung. Nein. Nein! Ja, Majestät. Herr Doktor! Herr Doktor! Herr Doktor! Das... Nein, sowas... Herr Doktor! Was hat denn das zu bedeuten? Franz, ich muss dich dringend sprechen. Entschuldigen Sie, Exzellenz. Sissi, was ist denn los? Franz. Ja? Wir bekommen ein Kind. Sissi, ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Ja, ja. Lass mich runter. Sissi. Nicht drücken. Nicht drücken. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Max! Ja, ja. Eine Neuigkeit. Was ist? Eine schöne Neuigkeit. Was ist denn geschehen? Aus Wien. Von der Sissi. Sissi? Ja, na, na. Die Sissi kriegt ein Kind. Ich gratuliere dir. Du wirst Großvater. Wie? Was? Ja, was? Ist das wahr, was der Thomas erzählt hat? Ja, was? Hier kommt der Storch zu Sissi. Also, der Thomas muss immer alles gleich ausplaudern. Ja, Kinder, es ist wirklich wahr. So Gott will, werdet ihr im Frühjahr alle kleine Onkeln und Tanten sein. Hurra! Ich bin ein Onkel! Und ich bin eine Tante! Du auch, natürlich! Hurra! Königliche Hoheit, darf ich die herzlichsten Glückwünsche aussprechen? Ich danke Ihnen, danke schön. Jetzt bringen Sie schnell eine Flasche Champagner, diese freudige Nachricht. Müssen wir begießen. Jawohl, Königliche Hoheit. Jetzt aber Schluss, jetzt gehen wir schlafen, ja? Thomas! Ja, bringen Sie die Onkeln und Tanten ins Bett. Jawohl! Morgen wieder, ja? Komm, Onkel Gacki! Nacht! Hoffentlich wird es ein kleiner Thronfolger. Wenn er so aussieht wie die Sissi damals, da wäre mir ein Mädel lieber. Du, ich glaub dem Franzl aber nicht. Ich bin sehr glücklich. Ja, siehst du, das sind die Glückstage im Leben, die einem aber gleichzeitig leise zuflüstern, dass man älter wird. Aber trotzdem, mir ist, als wäre es gestern gewesen, wie du mir damals am heiligen Abend das schönste Geschenk meines Lebens gemacht hast. Die Sissi. War sie nicht entzückend? Ich war sehr stolz auf unser Christkindl. Ich auch. Und jetzt wird sie bald selbst eine stolze Mutter sein.
Ist es ein Bub? Eine Prinzessin. Ich bin sehr, sehr glücklich. Wie glücklich würdest du erst sein, wenn es ein kleiner Kronprinz wäre? Ich kann's nicht erwarten, bis ich das Kind sehe. Und ich erst. Jetzt habe ich was gehört. Hier, meine Lieben, bringe ich euch die jüngste Prinzessin. Oh Gott. Oh, oh. Ist genau die Sissi. Die Augen, die Haare. Genau. Max, gib mir es doch auch. Ja, lass mir es doch auch noch. Moment. Die Ohren hat's auch von der Sissi. Alle beide. Na, Max, also du machst mich wahnsinnig. Ja. Komm, gib mir es jetzt. Ja? Ja. Gib mir es. Aber nur einen Augenblick, ich muss mir das nachher noch mal genau ansehen, alles. Oh Gott, ist das süß. Nun schau dir das an, das Maserl. Genau wie unsere Sissi, ja? Das Goschel. Ja, oh, Goschel. Wie soll sie denn eigentlich heißen, die kleine Prinzessin? Na, Sissi natürlich. Nein. Franz Josef und ich haben schon vorher bestimmt, dass wenn es ein Bub würde, soll er Rudolf heißen. Und wenn es ein Mädchen wird, was ich leider...